und die Lichtscheibe geht dagegen. Und wenn ich das nämlich anziehe, dann reicht es, wenn ich das handfest anziehe. Ich drehe den jetzt noch einmal etwas nach, damit er richtig fest sitzt. Dann dichtet die Scheibe gegen die eingebaute Dichtung ab. Macht man das nicht, geht man hier mit dem Schlüssel dran, kann es passieren, dass man das Flaschenventil damit zerstört. Deswegen reicht es bei diesen immer, wenn man das gut handfest anzieht. Jetzt kann man die Flasche öffnen. So, da ist ja eine Komponente bei, die sehr stark riecht. Also es macht also Sinn, eigentlich eben kurz die Nase dran zu halten, ob man was riecht, und wenn man da nichts mehr riecht, ist die Flasche auch dicht. Dann kann man im Prinzip starten. Vorher habe ich kontrolliert, ob der Schlauch in Ordnung ist. Das sollte man auch grundsätzlich immer machen, dass der keine Risse aufweist, keine Knickstellen. Und dann könnte man theoretisch starten. Vorher können wir auch rechts wieder weggehen. Aber man kann jetzt schon sehen, wir haben den Wind direkt zum Gebäude. Ja, das ist unter Umständen schon extrem gefährlich, wenn man nicht aufpasst. Das zeigen auch die Großbrände in Osnabrück und in Gronau. Man muss halt eben gewisse Grundvoraussetzungen beachten. Man muss zum einen darauf achten, dass man persönlich richtig angezogen ist. Man sollte also auf jeden Fall festes Schuhwerk tragen und eine lange Hose tragen. Auch Sachen möglichst aus Baumwolle, nicht aus schnellbrennenden Materialien. Wer ganz sicher sein will, zieht sich Handschuhe dazu an und auch eine langärmelige Jacke. Man sollte mit dem Wind vorgehen. Man sollte auf jeden Fall ein Löschmittel bereitstellen vorher, bevor man anfängt. Und ich hatte am Eingangs ja schon gezeigt, also eine Dichtigkeitsprüfung am Bunsenbrenner sollte man machen. Und dann kann man im Prinzip starten. Nur halt eben darauf achten, nicht an Flächen, wo Gras, Rasenflächen dran anschließen oder vermutlich auch Wiesenflächen dran anschließen. Das Feuer läuft in die Wiese rein, man konnte das vielleicht bei dem Feuer auch vorhin sehen, wie weit die Funken dann auch fliegen. Das heißt, es fängt irgendwo an zu brennen, wo man gar nicht dran denkt oder auch gar nicht hinguckt. Also ich würde inzwischen das nicht mehr machen, für mich persönlich. Ich würde es auch keinem unbedingt raten, das zu machen. Klar, hier ist eine relativ große Fläche. Wenn ich hier mitten auf der Fläche arbeite, kann mit einem Bunsenbrenner auch nichts passieren. Aber es gibt mittlerweile Geräte mit Stahlbürsten, die die gleiche Arbeit erledigen. Und es mag vielleicht etwas mühsamer sein, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall erheblich sicherer. Der Brand kann sich entwickeln und wenn der Brand erstmal eine gewisse Größe erreicht hat, ist es halt eben schwer, das Feuer noch aufzuhalten, egal ja, wie schnell die Feuerwehr dann kommt. Auch die hat dann unter Umständen Probleme, wenn genug brennbares Material da ist, das Feuer einzudämmen. Und hier habe ich hier die Erde gleich mit raus.